herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 und Januar 2020 nach indischen Astrologie, nach indischen Berechnung. Liebe Urana, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild siehst du dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Ein Geburtshoroskop bleibt. Da ändert sich nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist. Die Lebensbereiche, wo Planeten sind oder Sonne und Mond, sind für dich wichtige Lebensbereiche. Deine Persönlichkeit, dein Selbstwertgefühl und Finanzen, dein Zuhause, die Kinder, deine schöpferische Kraft, Ausland, eine höhere Bildung, Spiritualität, deine Berufung zum Leben und deine Hoffnungen, Sehnsüchte und Freundschaften. Also, ein Geburtshoroskop bleibt, da ändert sich nichts. Was sich aber ändert, das bist du, dein Leben ist auch eine ständige Veränderung und du machst Lebensschritte. Und das sind die sogenannten 7-Jahren-Periode. Alle 7 Jahre erleben wir was anderes. Wir bewegen uns auf einen anderen Boden, andere Eindrücke oder anderen Themen sind wichtig. Du befindest dich gerade in Tierkreiszeichen Fischen. Nach einigen Jahren wirst du Einfluss haben von diesem Tierkreiszeichen oder die Tierkreiszeichen Fischen vermittelt dir etwas, weil das sind wichtige Themen wie Kreativität und deine Spiritualität, die Gefühle leben, deine Träume zu verwirklichen, daran glauben und loslassen, geschehen lassen, in diesem Vertrauen kommen, das Vertrauen, das Fluss des Lebens, Vertrauen an dir selbst, Vertrauen an die Liebe, Vertrauen all das, was du vorhast und Vertrauen an Gott. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Diese Bewegung löst etwas aus in unserem Leben. Ich werde jetzt erzählen, welchen Planet was auslöst und dann schauen wir alle einzelnen Monate. Jetzt ist schon Februar, also ich starte mit Februar, aber ich möchte gerecht sein und dieser Jahreshoroskop soll wirklich ein Jahr sein. Das heißt, wir schauen an, was kommt in die kommenden 12 Monate und wir betrachten auch Januar 2020. Wenn Sonne wirkt, zeigt die Monatsthemen, was in diesem Monat wichtig ist. Sonne ist auch die Lebenskraft, die Lebensenergie. Und dann sollen wir immer auf die Richtung lenken, was die Monatsthema ist, was die einzelnen Tierkreiszeichen symbolisiert. Und die Lebensbereich ist die wichtige Monatsthema, wo sich im Horoskop befindet. Und da bekommen wir die Klarheit, die Orientierung, da öffnen wir unsere Augen, da fließt die Lebenskraft, die Lebensenergie. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Also Mond bewegt sich relativ schnell und hat eher einen Einfluss auf unseren Alltag. Die Mondphasen sind immer sehr wichtig zu betrachten. Bei einem Neumond ist gut, wenn wir zurückziehen, meditieren, immer in den Themen,
wo gerade in welchen Tierkreiszeichen die Mond, dieser Neumond befindet und auch im Lebensbereich, wo passend ist auf dein Geburtshoroskop. Wenn ein Neumond zum Beispiel im zweiten Lebensbereich ist, dann sollst du um die Finanzen nachdenken. Wie bringst du das in Ordnung? Ist auch Löwe, das handelt sich um dein Selbst, dein Selbstwertgefühl, kommt noch die Löwe-Energie auch dazu. Bei Merkur bewegt sich einiges. Das sind Handlungen, Terminen, Verträgen und Kommunikation, Austausch. Bei einem Merkur-Einfluss können wir mit einer Nachricht rechnen oder einen Termin oder unterschreiben wir einen Vertrag oder lernen wir etwas oder wir vermitteln Wissen, halten wir Seminare. Zum Beispiel kann bei Merkur-Einfluss auch passieren oder Geschäfte machen. Das gehört auch zum Merkur-Energie. Bei Venus-Einfluss verschönern wir etwas. Ein neues Kleid kaufen oder zum Friseur zum gehen oder etwas Schönes kaufen in die Wohnung, weil wir verschönern die Wohnung. Besonders dann, wenn Venus hier im vierten Lebensbereich sich befindet. Venus bedeutet auch Liebe, natürlich aktiviert Thema Liebe auch. Besonders wenn hier im siebten Lebensbereich ist. Venus bedeutet auch eine Frau, Kontakt zu einer Frau. Wenn zum Beispiel hier im 11. Lebensbereich handelt, dann kann das bedeuten, eine neue Freundschaft oder eine Freundin meldet sich wieder. Mars-Energie. Bei Mars-Einfluss setzen wir uns ein. Setzen wir etwas in Bewegung oder zeigen wir Kraft und Mut, immer in dem Lebensbereich, wo sich Mars gerade befindet. Aber Mars bedeutet auch der Mann. Das kann natürlich um eine Liebesangelegenheit handeln, aber muss nicht sein. Diese männliche Person kann auch der Bruder sein oder ein Nachbar oder ein Kollege oder ein Handwerker, aber Kontakt zum männlichen Personen. Jupiter vergrößert etwas. Bei Jupiter-Einfluss haben wir immer mehr Chancen, Möglichkeiten. Wenn Jupiter im ersten Lebensbereich ist, das kann auch bedeuten, dass unser Körpergewicht zunimmt, aber bedeutet auch, dass wir mehr Glück haben im Leben oder Chancen, Möglichkeiten. Bei fünften Lebensbereich kann auch eine Geburt von einem Kind sein, da vermehrt sich etwas. Also das kann ein Jupiter-Einfluss auch auslösen. Jupiter ist nicht nur das Glück, Jupiter ist nicht nur, weil vermehrt etwas, sondern Jupiter vertritt die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Aber öffnet den Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Saturn grenzt uns ein, belehrt uns, möchte Sicherheit, Stabilität, Struktur in unserem Leben. Bei Uranus-Einfluss haben wir Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Bei Neptun-Einfluss leben wir unsere Träume, unsere Spiritualität oder künstlerisch können wir uns verwirklichen. Aber Neptun ist so märchenhaft. Natürlich die Fantasie, die Träume, die Märchen, das ist alles Neptun-Energie. Aber kann auch bedeuten, dass jemand erzählt etwas und wir glauben, das ist die Wahrheit und das ist gar nicht so. Also kann auch etwas vortäuschen oder täuschen. Das heißt nicht, dass Neptun selbst uns enttäuscht, sondern durch einen Neptun-Einfluss erleben wir solche Situationen auch. Und bei Pluto geht es um Loslassen, im Kraftbleiben. Was ich vergessen habe, noch die Mondphasen, Neumond habe ich erklärt, aber gibt auch Mond, Halbmond und auch Vollmond. Bei Vollmond ist immer, wird etwas beleuchtet.
immer die Lebensbereich, in welchen also die Tierkreiszeichen spielt eine Rolle, in welchen Tierkreiszeichen dieser Vollmond befindet. Wenn das zum Beispiel im Widder ist, dann ist wichtig, Kraft zu zeigen, mutig zu sein, etwas Neues beginnen. Und da im Klaren sein, was ist es genau, was wir jetzt starten möchten, die Orientierung. Aber nicht nur die Tierkreiszeichen spielt eine Rolle, sondern die Lebensbereiche auch. Wenn hier zum Beispiel im ersten Lebensbereich dieser Vollmond ist, dann ist es für dich wichtig, wahrgenommen zu werden, dieser Bedürfnis. Hast du mehr Licht und machst du dich sichtbar und du merkst du auch, wie die Leute reagieren. Halbmond ist immer eine Spannung. Bei Halbmond steht Sonne, Mond in Spannung. Dann verspüren wir eine gewisse Unsicherheit oder Nervosität. Immer in Lebensbereichen, wo das gerade befindet. Wenn zum Beispiel hier im sechsten Lebensbereich ist, dann ist viel Stress in die Arbeit, jeder will was, alle ist nervös, dann ist ein bisschen Durcheinander. Und jetzt starten wir mit Februar 2019. Ich beginne mit Pluto, das ist der letzte Planet unserem Sonnensystem. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Hier brauchst du sehr viel Kraft, auch Macht zu zeigen, im Arbeit, dich zu behaupten, von vieles loslassen, in deiner Energie, in deiner Kraft bleiben. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Pluto bleibt im Schütze, Neptun bleibt auch ganze Zeit in Wassermann. Sie bewegen sich relativ langsam. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen und wirkt hier im Widder. Uranus bleibt ganze Zeit im Widder nach indischen Berechnungen. Saturn befindet sich auch im Schütze, bleibt auch im Schütze. Jupiter befindet sich im Skorpion und wirkt auf den fünften Lebensbereich. Mars befindet sich in Fischen. Das kann auch Kontakt sein mit einer männlichen Person von Ausland. Venus befindet sich im Schütze. Wenn das um gesundheitliche Themen handelt, dann achte bei diesem Venus-Energie auf den inneren Gleichgewicht. Astromedizinisch steht Venus zum Nieren. Merkur befindet sich im Steinbock und Sonne befindet sich auch im Steinbock. Also wichtiges Thema ist Partnerschaft. Und bei Merkur handelt es sich um Gespräche oder eine Nachricht. 4. Februar ist Neumond im Steinbock, 12. Februar ist Halbmond im Widder, 19. Februar ist Vollmond im Krebs, 26. Februar ist Halbmond im Waage. März Venus ändert sich die Position, Sonne-Merkur ändert sich die Position. Mars auch. Mars übergeht im Widder und da setzt du dich ein. Kann auch bedeuten, dass hier im beruflichen Umfeld Kontakt hast mit einer männlichen Person. Venus ist im Steinbock. Hier fließt die Liebesenergie,
gerade im Lebensbereich Liebe, Partnerschaft. Sonne ist Wassermann und Merkur in Fischen. Hier kann das bedeuten, du hast eine Nachricht aus Ausland oder lernst du etwas, hast du Kontakte. Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass etwas gebremst ist, geht nichts voran, oder Vergangenheit, Themen von Vergangenheit, oder eine Person kehrt zurück und meldet sich wieder. 6. März wird Merkur rückläufig. 6. März ist Neumond in Wassermann, 14. März ist Halbmond im Stier, 21. März ist Vollmond im Löwe, 28. März ist Halbmond in Skorpion. April, die Mondknotenposition ändert sich ab April. Die absteigende Mondknoten zeigt alten karmischen Themen, Erinnerungen. Bis Ende März ist Ketu in Tierkreiszeichen Steinbock und wirkt hier auf Bereich Partnerschaft. Und Rahu, die Suche nach etwas, wie zum Beispiel Suche des Sinn des Lebens oder die Suche nach meinem Platz, meine Identität, könnte man auch sagen, gerade hier im Krebs. Bis Ende März ist Rahu hier im ersten Lebensbereich. Ab April ändert sich die Position. Ketu übergeht in Tierkreiszeichen Schütze und wirkt ganzes Jahr in diesem Bereich. Hier kommen alten karmischen Erinnerungen, Begegnungen. Und Rahu übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und hier kommt die Suche. Und im 12. Lebensbereich sind auch karmische Themen. Du wirst hier forschen, nach innen schauen oder in die Tiefe zu schauen, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen oder die Ursache nach Erkrankungen. Hier beschäftigst du dich mit deinen Seelen und das ist ein sehr wichtiges Thema. Hier kommen diese karmischen Lebenserfahrungen und Rahu, diese aufsteigende Mondknoten, bleibt dann ab April in Tierkreiszeichen Zwillinge. Was ändert sich noch? Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier und das kann bedeuten, dass du dich da behauptest oder du musst dich wehren, aber kann auch bedeuten, dass in Freundeskreis begegnest du mit einer männlichen Person. Venus, die Sonne und Merkur ändert sich auch die Position. Sonne ist im Tierkreiszeichen Fischen. Venus ist im Wassermann. Und Merkur ist auch im Wassermann, ist rückläufig. Am 11. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. Das bremst alles. Bei Jupiter sind weniger Chancen, Möglichkeiten da. Man hat das Gefühl, das geht nichts voran. Bei Pluto fühlt man sich manchmal kraftlos.
bei Saturn ist auch das Schicksal, hat man das Gefühl, es ändert sich nicht, alles ist wie stehen geblieben. Also so etwa erleben wir diese Energie. 5. April ist Neumond im Fischen, 12. April ist Halbmond in den Zwillingen, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Noch zurück zum April. April übergeht Jupiter zum Schütze. Und jetzt kommt Mai. Mars bleibt im Stier. Merkur, Venus ist in Fischen. Sonne ist im Widder. Und Jupiter durch diese Rückläufigkeit kehrt wieder zurück zum Skorpion. Diese Rückläufigkeit, gerade wenn die Tierkreiszeichen sich ändern, kann auch etwas bedeuten, etwas kehrt zurück oder von Vergangenheit kehrt jemand zurück. 4. Mai ist Neumond im Widder, 12. Mai ist Halbmond im Krebs, 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni, Mars übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge und das muss ich beschreiben, wenn das hier um die 12. Lebensbereich handelt. Jetzt überlegen wir mal, Mars bedeutet Kraft. Dich durchsetzen und behaupten. Und hier ist der Rückzug. Und das ist für dich dann sehr wichtig im Juni, damit du in Kraft bleibst, zur Ruhe kommen. Ein gewisser Rückzug von allem. Das gibt dir die Kraft. In Ruhe liegt die Kraft. Mars bedeutet aber auch eine männliche Person. Und das kann bedeuten, die Geheimnisse wird an dir anvertraut. Oder hast du eine Verbindung mit jemand und das ist sehr geheimnisvoll ist. Hier liegen aber auch die geheime Feinde und bei Mars Energie heißt das, dich zu schützen oder dich zu wehren, dich zu behaupten. Sonne und Merkur ist im Stier. Das ist ein wichtiges Monatsthema, die Freundschaften oder deine Hoffnungen. Venus befindet sich im Widder. 22. Juni ist Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Und Juni passiert etwas Besonderes. Saturn ist rückläufig. Saturn ist der Planet der Karma und Schicksal. Die Rückläufigkeit zeigt oft Vergangenheit und karmische Themen. Pluto ist auch rückläufig. Hat auch oft mit Vergangenheit, mit alten Karma was zu tun. Und Ketu ist auch hier im Schützen. Das ist diese karmischen Knoten, auch Vergangenheit. Alle drei stehen in einer Konjunktion. Das bedeutet,
die wirken zusammen und löst etwas aus im Schütze. Natürlich wirkt das eher im Schützengeborenen. Aber du hast die Schütze hier im sechsten Lebensbereichen und hier wirken diese Themen, die Vergangenheit oder karmischen Themen, und es wirkt auf deine Gesundheit oder auf die Arbeit, auf deinen Alltag. Juli, Sonne und Venus ist in Zwillingen. Venus bewegt sich relativ schnell. Mars und Merkur ist im Krebs. Das muss ich auch erklären. Sonne ist das Licht, zeigt die Wahrheit, bringt etwas ins Licht, ist aber im Geheimnissen. Venus ist die Planet die Liebe. Das kann bedeuten, dass jemand ihren Liebesleben an dir anvertraut. Aber wenn du deine Geheimnisse hast, dann sollst du schweigen, weil das kann passieren, es kommt ins Licht. Venus kann auch eine Frau bedeuten. Und hier liegen auch die geheimen Feinde. Und dann sollst du im Juli überlegen, wen kannst du vertrauen und wen sollst du aber lieber nicht vertrauen. Dann Merkur Mars hier, was deine Persönlichkeit betrifft oder dein persönlichen Umfeld. Hier kommen einige Gespräche auf dich zu. Das kann auch eine Herausforderung sein, weil mit Mars-Energie musst du dich behaupten, dich zu wehren. Mars kann natürlich auch einer männlichen Person bedeuten, dass du ein wichtiges Gespräch hast mit einer männlichen Person. 8. Juli ist Merkur rückläufig, 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze, 25. Juli ist Halbmond im Fischen. August, Neptun ist im Wassermann, das bleibt genau. Merkur ist in Zwillingen. Diese Rückläufigkeit führte Merkur zurück zum Zwillingen. Geheime Gespräche. Das kann bedeuten, dass jemand hinter deinem Rücken über dich spricht. Es ist nicht zum Ausschließen. Oder bedeutet schlicht einfach, du sollst über etwas schweigen. Sonne, Mars und Venus ist in Zwillingen. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs, sorry. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. 12. August wird Jupiter direktläufig. Das heißt, dreht sich die Richtung, hast du mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, kommt alles in Bewegung, gerade hier in diesem Lebensbereich. 12. August wird aber Uranus rückläufig. Das kann bedeuten, dass diese Veränderungen, dass du das bremst, weil du hast vielleicht ein gewisser Zweifel oder Angst vor Veränderungen oder du wirst etwas verändern in dein Leben und jemand bremst das alles ab. 1. August ist Neumond im Krebs, 7. August ist Halbmond im Waage, 15. August ist Vollmond im Steinbock, 23. August ist Halbmond im Widder, 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist ein königlicher Stern, der Herz der Löwen, und dann sollen wir auf unserem Herz achten, das stärken. September passiert etwas Wichtiges.
ab 19. September wird Saturn direktläufig und Saturn wirkt schon etwas auf unserem Schicksal und hier dreht sich alles in eine andere Richtung. Sonne, Mars, Merkur, Venus, alles ist im Löwe. Also hier fließt sehr viel Energie und das hat einen Einfluss auf deine Werten, aber auch um die Finanzen. 6. September ist Halbmond in Skorpion, 14. September ist Vollmond im Wassermann, 22. September ist Halbmond im Stier und 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober, Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Und Merkur ist im Waage. Das kann bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst, was mit deiner Wohnung oder Möbel, Einrichtung was zu tun hat. Kann auch bedeuten, dass du einfach zurückziehst und genießt du etwas Neues lernen oder ein Buch lesen oder eine wichtige Nachricht, was dich persönlich oder deine Wohnsituation betrifft. Vielleicht eine Einladung oder jemand möchte dich besuchen. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November, Mars ist im Jungfrau. Also bleibt im Jungfrau. Sonne ist im Waage. Merkur, Venus ist im Skorpion. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November ist Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun rückläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 19. November ist Halbmond im Krebs, 26. November ist Neumond im Waage. Dezember, Mars und Merkur ist im Waage. Sonne ist in Skorpion und Venus ist im Schütze. Vierter Dezember ist Halbmond im Wassermann, 12. Dezember ist Vollmond im Stier, 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Und jetzt kommt Januar 2020. Uranus ist rückläufig in Tierkreiszeichen wieder. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion.
Sonne, Merkur und Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Also Jupiter ist dann im Schütze ab Januar und Venus befindet sich im Steinbock. Neptun bleibt im Wassermann. Liebe Eurana, das war dieses Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.